In den nächsten Wochen werden die Kandidaten um das Amt des Oberbürgermeisters in Altenburg mit ihren Vorschlägen und Ideen um die Gunst der Wähler buhlen. Doch zahlreiche Aufgaben warten im Rathaus, die angegangen werden müssen, auch wenn sie möglicherweise nicht im Wahlprogramm stehen. Neben Erfolgen aus dem Rathaus in den letzten 18 Jahren gibt es aber auch zahlreiche offene Baustellen. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Personalpolitik in der Altenburger Verwaltung. Immerhin ist der Altenburger OB auch Chef von rund 250 Mitarbeitern. Hinter vorgehaltener Hand berichten diese Mitarbeiter, dass in manchen Teilen die Verwaltung nicht wirklich mehr funktioniere. Tatsächlich dauert zum Beispiel eine Baugenehmigung in Altenburg so lange wie nirgends in der Region und wichtige Positionen sind nicht besetzt oder teilweise auch falsch besetzt. Im Juni 2017 hätte das Rathaus ein Verkehrskonzept für Altenburg vorlegen müssen. Darauf wartet der Stadtrat bis heute vergeblich. Dieses fehlende Konzept lässt dann unsinnige Radwegeführungen, wie hier zum Beispiel beim Übergang der Lindenaustraße in die Külzstraße, entstehen. Das Konzept wurde inzwischen durch Vertreter des Stadtrates mehrfach angemahnt. Nur getan hat sich bis heute nichts. Ähnlich sieht es mit einem geforderten Stadtentwicklungskonzept aus. Ein solches Konzept überplant Wohnquartiere und ermöglicht zum Beispiel Parkplätze für Wohnungen, die Möglichkeiten moderner Sanierung alter Bausubstanz und gibt eine Leitlinie vor, wo in den nächsten Jahren Mittel der Städtebauförderung hinfließen sollen. Schon im letzten Jahr wurde zum Beispiel die Beplanung dieses Quartieres 4 in der Innenstadt durch den Stadtrat beschlossen. Allein im Bauamt wurde dieses Konzept bis heute nicht erarbeitet. Während in vielen umliegenden Städten die niedrigen Zinsen zu einem Bauboom führten, ging dieser bislang weitgehend an Altenburg vorbei. Einerseits fehlt eine Vermarktung von Altenburg und seinen Umlandgemeinden als Wohnstandort in Mitteldeutschland komplett. Des Weiteren kann die Skatstadt nur unzureichende innerstädtische Bauflächen anbieten. Daher wandern zahlreiche Bauwillige ab. Eine Dauerbaustelle in den Kommunen sind die Finanzen. Der Altenburger Oberbürgermeister verantwortet einen Etat von über 40 Millionen Euro, bei dem steigende Kosten, Sanierungsstau, schwindende Einnahmen und Investitionswille in Einklang gebracht werden müssen. Probleme hat die Skatstadt auch mit der touristischen Vermarktung. Inzwischen wurde unter Federführung des Vorsitzenden des Tourismusverbandes des Landkreises, Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf, die Vermarktung neu vergeben. Allerdings hadern vor allem die touristischen Akteure mit dem Dienstleister. Ein richtiges Vermarktungskonzept fehlt bis heute. Die Stadt Altenburg ist auch Gesellschafter an verschiedenen Unternehmen. Allerdings existiert bis heute kein strukturiertes Beteiligungsmanagement, wie zum Beispiel einer kommunalen Holding. Auch die Ausgliederung des Schloss- und Kulturbetriebes als Eigenbetrieb ist auf halber Strecke stecken geblieben. Sinnvoll wäre hier auch ein zentraler Kulturbetrieb der Kommunen des Landkreises. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Kooperation der Stadt Altenburg mit den Umlandgemeinden, vor allem bei Bestrebungen zu freiwilligen Zusammenschlüssen im Zuge einer Gemeindegebietsreform, zeigten die Umlandgemeinden Altenburg die kalte Schulter. Daran konnten nicht einmal die angebotenen finanziellen Zuwendungen des Freistaates Thüringen etwas ändern. Streitereien um Gewerbegebiete, rechtliche Auseinandersetzung und ein oft harscher Ton prägten den Umgang der Akteure. Letztlich muss der Service am Bürger und die Beteiligung des Bürgers an Prozessen in der Stadt neu gedacht werden. Das oberste Gremium der Bürger, der Stadtrat, beklagt schon seit Jahren Alleingänge des Stadtoberhauptes und so manche Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung wirkt eher wie ein Alibi. Nach der Schließung der einstigen Bürgerinformation wurde schon 2015 Ersatz angekündigt. Von der Umsetzung einer modernen Bürgerinformation ist man derzeit aber noch weit entfernt. Dies sind einige Themen, die ein neuer OB neben seinem täglichen Geschäft angehen muss. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die auf einen erfahrenen Amtsnachfolger oder eine erfahrene Amtsnachfolgerin wartet.